Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK-Sturm trifft am morgigen Dienstag zur etwas ungewohnten Terminisierung zu Hause auf die Admira. Mit Admira kommt der unattraktivste Gegner aus der österreichischen Bundesliga nach Graz. Warum sage ich jetzt sowas Gemeines? Weil es die Wahrheit ist. Zumindest, wenn man sich die Statistik anschaut, was die Zuseherzahlen da betrifft. Denn da ist die Admira in den Heimspielen auf dem letzten Platz mit gerade mal 2.500 Zuschauer pro Spiel. Also knapp 2.500 Zuschauern pro Spiel. Und es ist aber irgendwo auch ein bisschen schade und auch unverdient, denn die Mannschaft macht sportlich einen ziemlich guten Job. Die sind im Moment Vierter in der Tabelle, also durchaus mit Tuchfühlung zu den Europacup-Plätzen, beziehungsweise belegen sie auch aktuell einen Europacup-Platz, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Und sie haben auch durchaus Kicker, die regelmäßig gute Leistungen bringen. Und da wird es auch genug geben, die wohl bald nicht mehr lange in der Südstadt verweilen werden. Allen voran natürlich Christoph Gnasmüller, unter anderem beim FC Bayern mit ausgebildet, ist aktuell ja einer der auffälligsten, der positiv auffälligsten Akteure in der österreichischen Liga, führt jetzt auch die Torschützenliste unter anderem an und hat uns auch schon ziemlich Kopfschmerzen bereitet, allen schwarz-weißen Fans da. Im ersten Duell gegen die Südstädter nämlich, Verzeihung, denn da haben wir mit 1:2 verloren. Nach langer, langer Führung am Ende doch keine Punkte dann aus der Südstadt mit heimgenommen. Und das war eben allen voran auch das Werk von Gnasmüller. Tja, was spricht denn so für unsere Blackies? Die Bilanz ist es eigentlich auch nicht so ganz, denn die letzten 6 Partien waren auch, naja, nicht so erfolgreich. Da gab es gerade mal 2 Siege für unsere Blackies gegen die Admira. Also auch das ist ausbaufähig, definitiv. Naja, wir haben uns zumindest Selbstvertrauen geholt mit dem Heimsieg gegen den LASK. Die Leistung war vor allem in der ersten Halbzeit nicht berauschend, aber am Ende, naja, hat es doch irgendwie zum Sieg gereicht. Und ich hoffe einfach, dass es dieses nötige Selbstvertrauen dann wieder zurückgebracht hat nach dem Debakel in Salzburg und dass wir eben jetzt wirklich wieder mit voller Power da die Admira bespielen. Denn ich glaube, wenn unsere Mannschaft an sich glaubt, dann gibt es ganz, ganz wenige Vereine, zumindest in Österreich, die uns da wirklich das Wasser reichen können. Und warum soll es denn auch nicht gegen die Admira mit dem nächsten Dreier funktionieren? Wir wollen ja weiterhin an der Tabellenspitze dranbleiben. So viel steht, denke ich mal, fest. Von dem her, war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach nach dem Spiel hier bei The Lance TV. Euer Elias, auf die Schwarzen, Gemma Burschen, auf den Dreier. Und bis dann. Ciao, ciao.